Moin, ihr Sizzler da draußen. Ja, herzlich willkommen zur nächsten Videoausgabe der Sizzle Brothers. Heute werden wir, wie bereits im Napoleon Pro 28-825 Vorstellungsvideo angekündigt, jawohl, da macht es gezeigt, den Wokbrenner testen. Und da wir nicht einfach nur euch zeigen wollen, wie wir den Wokbrenner anmachen und vielleicht was draufstellen, wollen wir euch auch ein Rezept zeigen, damit es nicht ganz so langweilig wird. Und zwar gibt es Garnelen aus dem Wok. Richtig. Rezept verlinken wir euch. Das haben wir schon mal gemacht, als wir noch keine Videos gemacht haben. Allerdings nicht im Wok, aber ist ganz einfach. Ja, und ich würde sagen, wie wir es machen, zeigen wir euch jetzt. Viel Spaß. Ja, Garnelenrezepte gibt es ja zuhauf im Netz. Und wir haben ganz Einfaches erfunden, hätte ich beinahe gesagt. So wie Hannes ja schon sagt, da haben wir schon mal gemacht. Dazu nehmt ihr einfach die, in dem Fall White Tiger Garnelen, und entfernt oben den Darm. Einfach einmal oben über den Kranz einschneiden. Hannes hat das hier schon mal fachmännisch erledigt. Die wandern dann zusammen mit Olivenöl, mit Salz und Pfeffer, mit Ingwer und mit Knoblauch in eine kleine Schüssel, werden dort durchgemengt. Und danach geht es für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Da ziehen die ganzen Dinger durch. Und dann geht es draußen am Wok weiter. Wir heizen jetzt den Wok vor. Dafür müssen wir den natürlich erstmal in Betrieb nehmen. Das ist bei dem Wind ein bisschen schwierig, aber wie ihr seht, funktioniert es trotzdem ganz gut. Jetzt stellen wir unseren Wok rauf und geben dazu ein wenig Woköl. Das Ganze lassen wir jetzt für 1-2 Minuten vorheizen, bis das Öl leicht anfängt, ja, wie so zu blubbern quasi. Und dann können auch schon die Garnelen dazugegeben werden. Hier müsst ihr nur vorsichtig sein, dass ihr zuvor die Knoblauchscheiben, die eventuell an den Garnelen kleben, entfernt, weil die euch sonst verbrennen würden. Ja, und dann brutzeln wir die Garnelen für 5-6 Minuten im Wok, schwenken die immer mal, beziehungsweise ihr seht hier, ich benutze so eine Pinzette. Das ist ein hervorragendes Tool, um so filigrane Sachen mal eben zu wenden. Da ist also so ein Gerät deutlich besser als eine Grillzange. Ja, und dann sind die ganzen Garnelen auch schon fertig. Garnelen sind fertig. Und heute opfere ich mich mal alleine und esse das Ding. Weil Hannes ist nicht so der Seafood-Fan. Das ist korrekt. Ich hingegen schon. Habt ihr schon mal gesehen, wie sowas geht? Wenn nicht, einfach hier hinten anfassen. Und einmal quasi hier die Dinger öffnen. So. Ein bisschen Frimmelei. Abdrehen. Und dann könnt ihr hier das so runterziehen. Zick. Und wenn ihr ganz geschickt seid, dann habt ihr das letzte Stück hinten sogar noch mit abgezogen. Das habe ich jetzt nicht hingekriegt. Aber so sieht das Ding aus. Prost. Guten Hunger. Hm. Wie Gummi oder kann man gut essen? Hm? Wie Gummi. Also... Die Schale müsst ihr komplett abziehen. Schmeckt top. Mm. Schluck erstmal runter. Das ist total geil. Es ist absolut ein Tapas. Also so wie ihr Tapas reichen könnt, da könnt ihr sowas mit dazu reichen. So ist eigentlich auch gedacht. Ein Dip noch dazu. Ein kleiner Aioli-Dip vielleicht noch. Perfekt. Zum Wok ist zu sagen, der hat zwar Power, aber ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Western Wok zum Beispiel oder mit dem Roaring Dragon, den es noch auf dem Markt gibt. Also da, das sind ja Systeme, die extra darauf ausgelegt sind. Das ist ja mehr, sag ich mal, eine Kochplatte mit Wok-Funktion. Er hat Dampf, es hat ausgereicht, um das zu machen, aber es muss dafür extra windstill sein. Also wenn ihr ein bisschen Wind habt, geht euch mal aus. Aber das habt ihr bei jeder Seitenkochstelle eigentlich in der Regel bei normalen Grillgeräten. Von daher ist es eine schöne Ergänzung und hat auf jeden Fall Spaß gemacht, damit zu arbeiten. So, Hannes. Hm. Gib mir das mal her. Soll ich dir die Kamera mal geben? Hm. Dann machst du mal ein Abschlusswort. Huch, wer ist denn da? Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Ist das richtig? Ja. Ihr dürft auch gerne unseren Kanal abonnieren, das könnt ihr unterhalb irgendwo machen. Einen freundlichen Kommentar könnt ihr da lassen. Ihr dürft euch gerne über den Wok, über die Garnelen oder sonst was auslassen. Schreibt einfach was Nettes rein. Wir freuen uns immer und geben uns auch Mühe zu antworten. Ansonsten, ja, sehen wir uns ich teile meinen, wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Macht's gut, bis dahin. Haut rein. Ciao. Ciao.